Ohne den lebenden Inhalt. Also sprich, keine Korallen dabei, keine Fische. Ja, und die laufenden Kosten sind hier auch noch nicht aufgeführt. Dazu kommen wir nämlich jetzt gleich später. Ich habe hinten an meiner Hauptstromversorgung habe ich einen Stromzähler laufen. Den kann ich euch dann mit einblenden. Und dann werdet ihr sehen, was ich hier tatsächlich an diesem Becken ja, mehr oder weniger täglich gebraucht habe oder verbraucht habe. Man kann auch direkt sehen, an welchen Tagen der Heizer eingesprungen ist. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, wo ich definitiv darauf hinweisen muss. Dieses Acrylbecken ist ein unheimlich guter Wärmeisolator. Ihr sagt ja, das ist aber scheiße für den Sommer. Ja, dann nimmt man ja auch die Deckel runter. Aber dadurch, dass ich jetzt hier oben die Deckel drauf habe, habe ich ja schon fast ein fast geschlossenes System. Und ich habe seitdem dieses Becken steht, vielleicht 3 oder 4 Heizperioden gehabt, dass der Heizstab angegangen ist. Die unterste Temperatur, die ich hier bei meinem Gerät eingestellt habe, bei dem Thermocontrol von Refactory, liegt bei 23,8 Grad. Alles, was da drunter geht, also sollte es bei 23,7 sein, springt die Heizung an und heizt dann bis auf 25 Grad wieder hoch. Die Spanne habe ich eingestellt. Und das ist tatsächlich in der langen Zeit, seitdem das Becken hier steht, nur insgesamt 3 oder 4 Mal vorgekommen, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Und das ist schon echt beeindruckend. Dadurch spart man zum Beispiel auch extrem viel Strom. Die Lampen haben eine extreme Stromersparnis gebracht. Der Einbau da unten eines Bypasses, blende ich euch nochmal mit separat ein, hat auch Strom gespart. Da hatte ich auch vorher 2 Pumpen noch extra gehabt. Eine für die UVC, eine für den Wirbelbettfilter. Ja, sagt er, ja, du hast aber eine größere Pumpe. Nee, das ist die gleiche Pumpe wie vorher. Bloß ich habe sie jetzt als Bypass laufen. Und die Durchflussmenge ist im Endeffekt die gleiche. Wobei ich jetzt hingegangen bin und habe den Durchfluss auf, ich glaube, 86% erhöht, um mehr Wasser durchs Becken, durchs Technikbecken zu bringen. Ist aber eine andere Sache. Alles in allem ist es tatsächlich so, blende ich euch auch mit ein, liegt das Becken so ungefähr zwischen 8 und 8,5, 8,6 Kilowattstunden am Tag. Und wenn die Heizung mit eingesprungen ist, liegen wir ungefähr bei 10 Kilowattstunden am Tag. Und das für so ein Becken hier ist das tatsächlich schon recht gut, sehr gut in meinen Augen sogar. Weil ich nämlich weiß, dass im Vorfeld mein Reefer, der hat tatsächlich 14 bis 15 Kilowattstunden am Tag gefressen. Allein auch schon wegen dem Licht. Ja, mehr Pumpen eingesetzt und, weil halt das alles nicht selber gemacht wurde, nicht selber geplant wurde. Da wurde gesagt, ja, da kannst du noch ein Pümpchen einsetzen, da kannst du noch ein Pümpchen einsetzen, damit du das realisieren kannst und. Das sind alles so Sachen, die da natürlich zu Buche schlagen. Jedes Gerät, was man zusätzlich einsetzt und denkt, man braucht es, braucht natürlich auch Strom. So, das heißt, wir haben 8,2, 8,3 Kilowattstunden am Tag. So im Schnitt. Rechne ich euch aber nochmal aus. Ich kann euch nochmal die Gesamtmenge, die ich jetzt bisher in dieser Monatsmessung, ist fast ein Monat rum jetzt, verbraucht habe, einblenden. Und dann kann man das auf den Tag runterrechnen. Und das ist in meinen Augen schon relativ gut. Was natürlich auch noch zu Buche schlägt, sind natürlich die Kosten fürs Wasser. Die habe ich jetzt gerade hier nicht auf dem Schirm. Zum ganz einfachen Grund, weil ich... blende ich euch aber auch nochmal zusätzlich ein, so im Schnitt in der Woche so zwischen 30 und 40 Liter Verbrauch habe bei Normalbetrieb. Ich hatte jetzt neulich, habe ich neue Tiere eingesetzt und, da geht der Wasserverbrauch natürlich hoch, weil ich Wasser rausnehme, weil ich es dementsprechend durch Osmose wieder auffülle. Aber in der Regel sind es 30 bis 40 Liter. Aufgrund der Tatsache, dass ich das Ganze natürlich hier oben abgedeckt habe, dadurch ist natürlich die Verdunstung, die jetzt hier in den Raum gegangen wäre, extrem reduziert worden. Das sind bei mir am Tag tatsächlich zwischen 3 und 5 Liter, die ich momentan im Maximum habe. Vorher hatte ich aber bis zu 8 oder 9 Liter, die hier in den Raum reingegangen sind. Und wie ihr seht, das sind 2 Räume. Ja? Also
Die Räume sind noch zusätzlich mit Latex an den Wänden gestrichen. Also es ist eine Latexfarbe an der Wand. Somit kann das Gestein bzw. Gemäuer nicht atmen. Und ich habe natürlich hier drin einen Feuchtigkeitsstau. So, um das runterzukriegen, bin ich hingegangen, habe das Ganze abgedeckt. So, positiver Effekt ist weniger Wasserverbrauch, weniger Stromverbrauch, weil die Wärme besser im Becken drin bleibt. Und im Endeffekt natürlich auch weniger Wasseraufbereitungskosten und, und. Das ist, ihr seht, das ist ein Rattenschwanz. Dadurch, dass ich dann auch eine, ich sag mal, effektive Anlage eingesetzt habe, die ein gutes Abwasserverhältnis hat, spare ich natürlich dann dementsprechend auch. Wenn ich 50 Liter meinetwegen unten produziere, habe ich insgesamt einen Wasseraufwand von 100, 110 Liter ungefähr. So, und wenn man das jetzt auf einen Kubikmeter hochrechnet, blende ich euch dann nochmal unten ein, ist das für den wöchentlichen Einsatz eigentlich relativ wenig. Dann kommt ja die Frage Wasserwechsel. Mache ich tatsächlich hier nur noch ganz, ganz selten. Bin ich eigentlich von abgekommen, weil es hier in diesem System mit ATI Essentials Plus und den Pro der Wasserwechsel nur noch notwendig ist, wenn ich Material austragen will. Also sprich Schadstoffe austragen will. Das habe ich aber mittlerweile alles minimiert. Ich habe keine Schadstoffeinträge mehr, aus welchem Grund auch immer. Und von daher habe ich tatsächlich fürs Wasser erstmal nur die Erstbefüllung. Und das rechne ich euch auch nochmal eben kurz aus und blende euch das unten mit ein. Was also sprich Erstbefüllung und Salz gekostet haben. Das kommt ja auch nochmal in die Kosten für die Aufstellung, sage ich jetzt mal, hinzu. Und ja, zu den 15.000 Euro, die dann jetzt hier halt so im Raum stehen, kommen dann halt, wie gesagt, die Stromkosten, die monatlichen dazu, die sich tatsächlich bei mir, blende ich euch jetzt nochmal ein, ich glaube auf 50 oder 60 Euro oder 70 Euro belaufen. Ist relativ wenig im Vergleich. Und dann noch die Wasserkosten. Und dann haben wir im Prinzip erstmal das, was wir tatsächlich brauchen. Futterkosten sind ja noch. Aber das lässt sich wirklich relativ schlecht beziffern. Habe ich auch jetzt hier nicht mit reingenommen, weil der eine nimmt das Futter, der andere nimmt das Futter. Ich habe jetzt hier momentan zur Probe von Vitalis das Futter bekommen, um zu schauen, wie meine Fische darauf reagieren, wie das System darauf reagiert. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich gesagt habe, dass ich momentan mit Absorber arbeite. Nee, habe ich nicht gesagt. Der Absorber ist da unten drin, Aktivkohle ist auch drin. Weil das Futter, was ich hier jetzt halt von Vitalis fütter, ist recht gehaltvoll, ja. Aber ich sehe auch, dass meine Fische sehr gut darauf reagieren. Also sie nehmen das Futter extrem gut an. Und von daher habe ich da auch kein Problem mit, dann anschließend hinzugehen und zu sagen, okay, ich setze Essentials Plus Pro ein, wo noch eine Bio-Komponente mit drin ist. Und zusätzlich, um das noch weiter zu drücken, natürlich zu drücken, das Nutrion C täglich, um meine Wasserwerte nach unten zu kriegen. So, jetzt erstmal genug zu diesem Becken. Kommen wir zu dem Becken vom Patrick. Das dürftet ihr auch kennen, entsprechenden Kanal. Blende ich oben noch mal kurz mit ein. Pat's Reef. Und der hat das Waterbox Frack 84.3. Ich glaube, das ist ein 300 Liter Becken, wenn mich alles täuscht. Sollte das falsch sein, werde ich es dementsprechend unten drunter einblenden. Ja, Konfiguration, Waterbox, ist eine Kessel drauf, da sind entsprechende Pumpen drin, ist eine Aquabi-Rückförderpumpe drin. Wir haben eine Nero 5 als Strömungspumpe. Was haben wir noch? Heizstab von Jäger. Silikonschläuche, PVC-Reduzierung. Mein Gott, der hat aber auch alles in kleinsten Sachen aufgedröselt. Und. Wir machen das so, ich blende das mal mit ein, diesen Text, und lasse das nebenbei mitlaufen. Das Becken ist natürlich um einiges kleiner. Es ist keine Sonderanfertigung wie das hier, weil das ist ja im Prinzip eine Sonderanfertigung und dann dementsprechend selbst vervollständigt. Da kommen wir natürlich bei Becken in Anführungszeichen von der Stange mit allem etwas günstiger fort. Zumindest erstmal in der Anschaffung fürs Becken und für den Schrank.
So, was ich dann im Endeffekt dazu konfiguriere, wie zum Beispiel eine Kessel oder hat er sich jetzt auch angeschafft, eine Ocean Motion. Das sind natürlich alles Sachen, die dann so nach und nach on top drauf kommen. Aber auch so das Gesamtsystem, so wie er es ja jetzt stehen hat, mit Wassertests, mit den entsprechenden Wasseraufbereitungsmittelchen, Osmoseanlage. Muss man gerade mal gucken, wo hat er sie denn stehen? Sehe ich jetzt gar nicht. Ja, habe ich übersehen. Aber alles in allem, was er jetzt hier hat, um zu starten zu können, ohne Tiere, genauso wie ich das gerade eben jetzt hier erklärt habe, liegt er bei 6.187 Euro. Und das ist natürlich auch schon eine Hausnummer für ein, in Anführungszeichen, 300 Liter Becken. Wobei ich dazu sagen muss, es ist ja tatsächlich auch nur der Anschaffungspreis in Neuwert. Das heißt ja nicht, dass diese ganzen Sachen, die jetzt hier stehen oder auch bei mir stehen, dass ihr das alles neu kaufen müsst. Nein, das ist nicht notwendig. Es gibt Sachen, wie zum Beispiel den Abschäumer, Pumpen etc., die kann man durchaus gebraucht bei eBay kaufen, wenn man dann weiß, wenn man sie kriegt, wo man darauf zu achten hat, ob sie in Ordnung sind, ja oder nein. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ich kann nicht sagen, oh, guck mal, da ist eine Pumpe, Christi. Wird überall mitgeworben, die ist ultra leise. Ob das jetzt ein Aquabi ist oder eine Aquamedic oder was auch immer. Man schaltet die ein, beziehungsweise schließt sie an, schaltet sie ein und das Ding, das rappelt nur. Dann muss man natürlich wissen, warum. Ja, das ist natürlich dann der Nachteil, wenn man sich gebrauchte Sachen kauft. Da muss man natürlich das Verständnis und das Wissen dafür haben oder darüber haben, wie dieses Gerät funktioniert, damit man eventuelle Fehler dann auch rausfinden kann und günstig wieder in Stand setzen kann. Dann hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich komme definitiv günstiger weg als wie das, was wir jetzt hier haben, einmal mit 6.100 und einmal mit 15.500 Euro. Ja, das geht, ist natürlich alles Neuanschaffungspreise. Von daher ist das immer so eine Sache, solche Videos zu sagen, also in solchen Videos zu sagen, das kostet das, das kostet das. Ich habe das jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir uns halt die Neupreise hier zu Buche gelegt haben und auch nur Neupreise, jetzt nicht das wirklich das günstigste, sondern so im Schnitt das, was ich so im Netz gefunden habe. Und das gleiche hat der Patrick auch gemacht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen in die Kostenwelt der Meerwasseraquaristik schon mal einbringen, beziehungsweise euch das etwas näher bringen. Das, was ich jetzt hier aufgeführt habe, tatsächlich Preise sind Neuanschaffungspreise. Das ist natürlich bei einigen Sachen nicht unbedingt notwendig. Natürlich, wenn ich mir ein Aquarium kaufe, ein geklebtes Aquarium meinetwegen, dann habe ich auch ein besseres Gefühl, wenn ich sage, okay, bei einem großen Becken kaufen wir mal besser neu. Weil wenn dann auf einmal Nähte reißen sollten, aus welchem Grund auch immer, dann ist es definitiv uncool, wenn dann auf einmal 600 Liter oder mehr im Wohnzimmer oder wo das Becken auch immer steht, verteilt wird. Hier bei dem Becken, okay, 3.500 Euro, muss ich mir um Thema Nähte keine Sorgen mehr machen, aber dafür darf ich dann dementsprechend hier aufpassen mit den Kratzern. Das ist dann die Kehrseite der Medaille, aber da gibt es ja auch mittlerweile Abhilfe zu. Von daher würde ich sagen, ist das hier ein grober Richtwert, den ich euch hier an die Hand gegeben habe mit den 1.500 und 6.100 Euro. Das sind Preise halt einer Neuanschaffung, wenn alles neu ist. Pumpen, Abschäumer, gegebenenfalls Lampen kann man natürlich alles gebraucht kaufen. Gewisse Sachen würde ich definitiv nicht mehr gebraucht kaufen, also Becken bis zu einer Beckengröße ab 300 Liter. Ja, kann man machen, gebraucht. Alles, was da drüber ist, ist in meinen Augen, ist der Wasserdruck ziemlich hoch. Meine persönliche Meinung. Von daher sollte man ab einer gewissen Größe dann vielleicht doch wieder neu kaufen. Des Weiteren ist es auch im Endeffekt so, dass wenn Becken neu sind, sind es natürlich komplett kratzerfrei. Es sind Sachen,
Ja, wie zum Beispiel Sebastian, der guckt, hat jetzt hier und da schon mal gedacht, ach, hätte ich mir das Becken doch vielleicht neu gekauft. Ich habe da überall hier und da Kratzer und ja, dafür ist er aber auch günstig dran gekommen. Ja, um erstmal rauszufinden, ist die Meerwasser-Aquaristik was für mich. Ja, vielleicht nächstes Jahr oder so, dann gehen wir die nächste Stufe. Aber okay, da geht es übrigens dann auch irgendwann nächste Woche weiter. Ja, aber alles in allem wollte ich euch hier mit dem Video dann dementsprechend das mal, ja, ich sag mal, vor Augen führen, was es kostet, was es neu kostet. Und so ein bisschen auf den Unterhalt eingehen. Der Unterhalt ist ja einerseits die mit Masse, das Größte, was wir tatsächlich einsetzen, ist der Strom. Und da hat jeder von uns einen anderen Tarif. Ich habe momentan noch einen recht guten, in meinen Augen, mit 31,75 Cent, der noch bis nächstes Jahr vertraglich garantiert sein soll. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, das Wasser ist bei mir recht wenig geworden, weil ich halt auch keine Wasserwechsel mehr mache hier. Durch mein eingesetztes System von ATI ist es nicht notwendig. Und der Wasserverbrauch an sich in einer Woche ist auch reduziert durch die Abdeckung hier. Alles in allem habe ich viel Geld investiert, um die laufenden Kosten wieder zu reduzieren. So, dass das jetzt sich nicht gegenseitig aufrechnet, ist mir vollkommen klar. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es sind tatsächlich einmalige Kosten gewesen, die ich jetzt meinetwegen zur Verfügung hatte, um meine gesamtmonatlichen Kosten zu reduzieren. So bin ich auch hingegangen und habe überall jetzt LEDs eingesetzt, alles im Prinzip geändert, Niederstrompumpen eingesetzt, selbst draußen im Teich das gleiche Spiel von einer Pumpe, die meinetwegen 180 Watt 24/7 gebraucht hat, bin ich jetzt runter auf eine 80 Watt Pumpe für den Teich und. Das sind alles so Sachen, da muss man Geld investieren, da muss man Geld in die Hand nehmen, um laufende Kosten zu senken. Gegenrechnen wird sich das definitiv nicht. Aber es geht ja darum, dass wenn wir einmal Geld in die Hand genommen haben, ist das eine Sache. Aber mit den monatlichen Kosten, das ist das nächste. Und das soll euch ja spätestens nach einem Jahr nicht auf die Füße fallen. Weil spätestens dann, wenn dann die Abrechnung von den Stadtwerken oder von eurem Stromanbieter kommt und ihr dann eine Nachzahlung von 800, 900 oder 1500 Euro auf einmal habt, weil ihr falsch kalkuliert habt, dann ist das natürlich nicht gut für das Hobby. Und das sehe ich momentan auch im Endeffekt bei sehr vielen, die das Hobby jetzt aufgeben. Schreibt Kommentare. Ihr wisst, ich bin da recht offen und konstruktiv. Konstruktive Kritik oder vernünftig geäußerte Kritik. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, genug für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.